Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Prospect taking a right, westbound Elgin Avenue. Und wie man hören kann, der Funk ist an und zwar spielen wir heute Roleplay-mäßig auf einem 5M-Server. Und zwar spielen wir heute als LAPD-Cop auf dem Kega-Server, natürlich der von Benny. Und ja, ich würde mal sagen, starten wir einfach durch. Eigentlich hätte ich jetzt einen Kollegen. Jetzt wieder Northbound Innocent Boulevard. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt einen Kollegen dabei, aber bei dem geht gerade das Game nicht und... Frage zur oh mein Gott. Raus. Ich sollte weniger labern und einfach mal spielen. Okay, gut, dann... Schauen wir gleich mal, wo sie sich aufhalten, dann Unterstützung. In ihre Richtung, Richtung Strand runter, westbound, Richtung Strand, okay. Fahrzeug jetzt northbound, Vito Street. So, fahren wir gleich mal direkt hin und helfen. So, jetzt mal schauen. Die sind hier ganz weit unten, glaube ich. Also wirklich ganz am Strand. Fahrzeug fährt eastbound, Prosperity westbound, Chirulivana. Schauen wir gleich mal, ob wir den absteigen können hier einfach. Eastbound, Fuji Boulevard, Secondary. Ich sehe auch schon. Oh fuck. Sorry. Und ja, schon die ganze Verfolgung am Start. Ich verpenne gerade schon mal einen Regal. Sieht doch niemand. Brauner SUV, 5 Türer. Brauner SUV. Der Dächtiger dürfte im Parkhaus sein. Okay. Eingänge absperren. Im Parkhaus, das heißt. Direkt hier sperren wir ja hier vorne ab. Gut. Oh! Shots fired, Shots fired. Okay, wir haben Shots fired. Bis wird's aber. Oberste Stockwerk, Shots fired an Officer, oberste Stockwerk. Oberste Stockwerk. Waffe weg, nicht umdrehen. Suspect down. Okay. Hat sich jetzt erstmal erledigt. Familie Christus. Gut, also erster Einsatz erstmal abgeschlossen. Sind wir gleich mal hingefahren. Das Problem ist, ich kann hier nicht so viel labern, weil es eben Roleplay ist. Und wie man hört, die ganze Zeit Funk natürlich im Hintergrund auch ist. Bleiben Sie liegen. Ein Krankenwagen weg. Okay, gut. Crime Scene kann dann auch erstmal hier kommen und dann werde ich jetzt erstmal tanken fahren. Na gut, aber immerhin für den ersten Einsatz gar nicht mal so schlecht. Aber tanken ist jetzt mal ganz wichtig. Weil ich bin schon fast leer. Also sieht man hier unten. Ah, okay. Schauen wir gleich mal dorthin. Sie fragen darf, wie viele Schuss haben sie abgegeben von ihrer Waffe? Okay. Was ist denn passiert? Shots fired, oben ist ein... der Verdächtige liegt auf dem Boden. Ja, ja, ist okay, okay. Ja, okay, gut, kann ich nur bitte jemand zeigen, ich weiß nicht, wo das ist. Oh, da kommt der Medic schon. Eine Sorge, der Medic ist dort, der ist schon unten. Also fährt er mir hier beinhart einfach mal ins Auto rein. Officer! Fahren wir mal hoch, schauen wir wo der ist. Hier ist der SUV.
oberstes Stockwerk. Ja, guten Tag. Ist er doch bewaffnet oder gefährlich in irgendeiner Form? Nein, der Herr hat schon drauf bekommen, Waffen wurden ihm abgenommen. Okay. Warning Canadian wieder 10-8 at West Butchie Beach. Canadian West Butchie Beach for Warning Canadian. Warning Canadian, einfach. Also ich werde hier sowieso jetzt nicht so viel im Funk rein labern, einfach aus dem Grund, dass ich jetzt erst seit heute hier überhaupt mitzocke. Also es ist jetzt so gesehen meine erste Streife und bevor ich jetzt irgendeine Scheiße da ja laber, habe ich mir gedacht, werde ich hier einfach nur mal ein bisschen zeigen, was wir hier machen. Hey Kollege? Ja, bitte. Tun Sie mir einen Gefallen, fahren Sie zur Wache und können Sie den Kollegen Nixon von der Wache aufgabeln, mit ihm auf Streife fahren? Natürlich. Wer leitet hier die Shitshow? Ja, das bin wohl ich. Das heißt, wir holen jetzt erstmal unseren Kollegen ab. Blutung gestielt, ist soweit stabil, wir müssen ihn halt mitnehmen. So. Ja. Sollen wir ihn runtertragen oder schaffen Sie das? Ja, ich bräuchte... Naja, ich habe eigentlich die Trage im Auto. Kannst du mich ja instruieren? Bitte was? Gut, den habe ich. Call an ambulance! Call a fucking ambulance! Was? Bearbeitest du die Waffen? Ich habe sie überhaupt nicht bearbeitet derzeit. Haben die jetzt wegen mir die Rettung gerufen? Ich hoffe. Ich habe den Tod geknüppelt. Die hatten da sicher eine Anzeige drin, dass ich den Tod geknüppelt habe. Jetzt haben sie die Rettung daher gerufen. Aber die Anzeigen sind auch neu, ja? Ja. Okay. Dann fahren wir mal rum und warten. Warte, wir sollen mal übrigens laut Watch Command die Rainbar runternehmen. Bitte was? Laut Watch Command sollen wir die Rainbar runternehmen. Oh, der hat 12 fucking Komponenten. Das wäre Anzeige unten links. Die Ölstand müssen wir jetzt auch noch messen, oder was? Na, das ist Benzin. Oder Ölstand? Ach, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ah! Oh! Ich hatte keinen Vorrang. Ich warte mal, ich tu mal reparieren. Ich fahre nur erstmal Richtung Berli und dann kann ich richtig anfangen, so. Online-Players. Schauen wir mal, wo die überhaupt sind. Ah, okay, da drüben. Okay, gut. Jetzt sind wir ready für alles. Das gebe ich dann mal durch. Wir sind 1 out of 10, oder? Nein, 1 out of 1. 1 out of 1 for dispatch. 1 out of 1. Frage übrig. Abfrage von Status. Ready to rumble. Ready to rumble, 10-8 for 1 out of 1, 10-4. Einsatzgebiet ist Downtown. Code 96. Oh mein Gott. Fahr doch vielleicht noch langsamer. Wäre mal schön, wenn irgendein Einsatz reinkommen wird. Hey, der zeigt uns gerade den Mittelfinger. Okay, wir haben ein kleines Problem. Sollen wir den mal rausziehen aus dem Verkehr? Jo, aber ich kann nicht aussteigen. Ja. Er steigt schon aus, oder mal. Er ist pissed. Oh Mann. Komm mal her. Gott. Ich hab schon Taser, er rennt hinterher. Halt! Stopp! Polizei! LAPD, bleiben Sie stehen! Sonst muss ich den Taser anwenden. Do it now! Du kannst ja einen Funkspruch durchgeben, vielleicht kommt jemand mit dem Auto nach. Ich muss so schnaufen, ich kann nicht funken. Oh mein Gott, ich komm nicht hinterher, ich schwör. Du musst stehen bleiben. Einen Funk durchgeben. Ich hab schon. Hast du schon? Hat man mich gehört? Nein. Weil du gerannt bist, deshalb. Achso, okay. Warte mal, ich hab ihn gleich, ich taser ihn jetzt. Ich hab ihn. Sehr gut. Okay, wir brauchen, oh fuck, wir brauchen eine Rettung. Der hat's nicht überlebt. Dispatch von 1 out of 1. Hast du nicht funktioniert? Wir bräuchten in der
Elgin Avenue, bitte einmal in EMS. Ein Taser-Einsatz. Elgin Avenue, einmal EMS, Taser-Einsatz, Taser-Deploy 10-4, standby. Das ging schnell. Du schreibst einen Bericht. Ich schreib keinen Bericht, ich mag nicht Berichte schreiben. Ich bin Neuling. Ich bin Neuling, wie soll ich einen Bericht schreiben? So, schauen wir mal. Hat er vielleicht irgendwas in der Tasche gehabt? Nee. Und da kommen sie schon. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn einer von uns vielleicht das Auto holen würde. Ich habe vorher Mäcki gegessen. Wenn ich jetzt zurücklaufen muss, dann muss ich kotzen. Wir warten noch, bis der EMS da ist. Ja. Aber ich fand das gerade richtig geil. Ich darf halt hier was trinken. So. Warten wir einfach mal. Zu Starbucks nicht. Ja. Ah, da ist er schon. Hallo! Hallo. Was passiert? Hi. Ein Taser-Einsatz. Ist weggelaufen von uns und dann habe ich ihn eben getasert und ja. Deswegen liegt er in einer Blutlache hier. Fragen Sie mich nicht, vielleicht hatte er irgendwelche Probleme mit seinen Blutgefäßen. Ich weiß es ja nicht. Mhm. Okay, können Sie mir einen Gefallen tun, in mein Fahrzeug gehen, mir einen Rucksack rausholen. Ein Rucksack rausholen aus dem Fahrzeug? Ja, wo ist der denn? Das ist ja der Täter-Rucksack. Der ist im Fahrzeug drin, in der Tür. Okay. One Legionate auf Dispatch. One Legionate. Und ja, wir haben Informationen bekommen über ein Schlepperboot, was geklaut worden ist. Soll können Sie bitte kurz auf die Wunde in seiner Brust Druck ausüben? Warten Sie mal ein bisschen den Strandanlagen und melden uns, falls Sie ein Schlepperboot dunkler Farbe sehen und geben Sie uns Bescheid, dann schicken wir ja One raus. Gut, der Kollege... Ja, verstanden. 10-4. Okay, jetzt kann ich's machen. One Adam 25 for dispatch. Das ist zu spät, gell? Ich drücke auf die Wunde drauf. Er ist trotzdem hin. One Adam 25. Draufdrücken, das wollen. Das sind wohl die Tesernadeln zu tief. One Adam 25 hat eine Meldung bekommen von einer Ansammlung von mehreren Schwarzafrikanern in der Grove Street. Holen Sie einfach einen Corona und fertig ist. Bei der Wendekreis. Können Sie bitte mal hinfahren, das handelt sich um eine Lärmbelästigung. Okay, ich würde mal sagen, wir sind hier fertig. Lass mal den Typ mal. Oh mein Gott. Ja, es ist passiert. Meine Güte. Anfang bitte mit Go2i. Ja, direkt ersten Einsatz kommen. Hast du es markiert? Nein. 64 One Lincoln. Okay, dann aber wir fahren in die richtige Richtung. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der ist. One Adam 25. Code 3. Dispatch for One Adam 25. Code 8. Dispatch I don't know what the hell it is. Sind hier am Einsatzort, ist jetzt keine Ruhestörung feststellbar. Alles ruhig. Was ist Code 8? Scheint Fehlalarm zu sein. Du machst Blaulicht, ich mach Horn. Hast du verstanden für Dispatch? Oh, deswegen war es in die Luft gegangen. Hab ihn nicht gehört. Nee, das war nicht ich. So. Dispatch for one like a native. Wir sind da. Dispatch, go ahead. Habe einen Frachter direkt vor den Vespucci Beach vorgefunden. Dunklen Schlepper. So, und was ist der jetzt? Ja, so verstanden. Wir schicken ihn jetzt Airborne raus. Wir halten sie in die Morgen. Hab nichts gedrückt. Okay. One Adam 10 eingetroffen. One Adam 10. Ich glaube, betrunken. Okay. One Lincoln 3 for dispatch. One Lincoln 2 for dispatch. Geh mal einen Knüppel raus. One Lincoln 2. Polizei! Sobald wieder Fahrzeug aufgesetzt, bitte unterstützen Sie One Lincoln 8 in Sichtung am Strand von dem gesuchten Boot und schicken der One raus. Ist niemand. So, verstanden. Hallo? Ich nehme meine, ich nehme mal lieber meine Glock, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass hier was passiert gleich, weil hier niemand ist. Dispatch von One Adam One. Dispatch, go ahead. Ja, Anfrage, was soll da genau sein im Stripclub?
Ja, Anrufer meldet eine betrunkene Person. Ist eine anwesend? Negativ, nur zwei betrunkene Polizisten. Ja, so verstanden. Abbruch, Abbruch, shots fired, Davis, Gross. Oh mein Gott! Benötigen bitte One Adam, One oh mein Gott. Full Three dort. Oh mein Gott! Oh, wir kommen schon. Verstanden, unterwegs. So. Go, go, go! Steig ein! Jetzt! Direkt dorthin. One Lincoln 20, One Adam 25 und One Lincoln 10 unter schwerem Beschuss, benötigen One Adam 1 so schnell es geht, danke. Schnellerer! Fahr schnellerer! Ich fahr schnellerer! Schorf links mit 2 Pfefferoni. Oh mein Gott. Direkt voraus. Ja. Nicht fahr direkt rein! Nein, nein! Na Gott sei Dank bin ich auf der Fahrzeug abgemacht. Oh! Oh, Schatz feiert. Hey, bitte Code Robert! Code Robert genehmigt, Code Robert genehmigt. Crossfire. Weiter nach. Behoben. Sieht nach einem Code 4 aus. Sachlage klären. Dispatch forward like an 18. Oh fuck. Dispatch gehört. Schlepper fährt weiterhin Strand entlang und fährt immer berg, also fährt immer hoch und runter. Ja, so verstanden, Standby. Gute Arbeit, Burschen, Straße klären, dann wieder abrücken. Wir werden vielleicht einen Krankenwagen nachher noch anfordern. Geht's euch allen gut? Ja. One for Dispatch. Ich wurde nur einmal getroffen, aber ich habe angespannt. Alles nur. Okay, sehr gut. One, wir benötigen Sie bitte in Westbutschen Sichtung von einem gestohlenen Schlepperboot, wenn möglich. Halten Sie ein bisschen Sichtkontakt, wir schicken nachher Boote raus. Kein Bock. Gut, das heißt Burschen, aufsatteln und wieder Freifunk, danke für die Unterstützung. Bitte gerne. One Lincoln 2 ist jetzt am Del Perro Beach eingetroffen. Eingetroffen am Del Perro Beach für One Lincoln 2, Treffer. Wenn es geht, fahren wir mal zur Tankstelle, ich bräuchte einen Snickers. Ja, ich fahr schon. Ich zicke. So. Drehen wir da schnell um. One Adam 25, 10-8. 8 for One Adam 25, for One Adam 25, Treffer. Ja, wie kommen wir da jetzt durch? Ja. Genau. Radiosender haben wir ja auch den heterosexuellsten Auftritt, den es gibt. Ja, ich höre ihn Gott sei Dank nicht. Ich habe ihn ausgestellt, deshalb. Bin gleich wieder da. Ja. Ich gehe eh erstmal auftanken. Brauchst du auch was? Ja, bitte ein Bier. Na, ein Red Bull, bitte. Okay. Ich parke mich da irgendwo mal hin. Air One ist on scene, sich Kontakt hergestellt. Verstanden, Telefon. Dude, die haben nur Sugar Free. Oh. Zu für Dispatch. Warte mal, ich geh da rein. One Lincoln 2. Haben Sie nur Sugar Free? Warte, wo ist denn da bitte? Aufgrund Sachlage wird Ihre Anwesenheit. Ja, sonst nimm einen Donut mit. Heute ist es zu freien Namen nämlich. Dann nimm einfach einen Donut mit. Okay. Ja, so verstanden, wenn mich vom Del Perro Beach zu sitzen. Vor. Geht auf mich, bitte. Danke. Dispatch for One Lincoln 8. Das wird gehört. Lepper hat erstaunlicherweise jetzt am Vespucci Beach das angelegt. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ja, immer wenn ich ein Snickers esse, ja. So ja, so verstanden, One Lincoln 8, versuchen Sie Kontakt aufzunehmen. Air One ist weg. So. Nein, nein!
Herr Kollege, was soll denn das? Esse, werde ich zu Sie gehen. So, probieren wir es nochmal. Bitte, Herr Kollege. Geht. Ja, da durchfahren. Ja, auf jeden Fall. Oh, schau, hier wurde irgendwo ein Auto geklaut. Ich weiß nicht, warum. Okay, was liest du, was ich nicht lese? Bitte was? Wo hast du das gerade gelesen mit Autoklau? Na, das, da war so gerade der Umkreis, deshalb. Da, ah, da war auch nicht der gesehen, ist jetzt aber weg. Ich war nicht so aufmerksam gerade. Ah, okay. So. Steig's aus, Herr Kollege. Grüß Gott. Meins. Die gehört mir. Möchten Sie mit mir vielleicht einen Donut essen gehen? Oder vielleicht mein Blaulicht ansehen? Weil, mein Kollege, der hat auch ein tolles Blaulicht. Warten's. Kommen's her. Hey. Kommen's mit. Kommen's, steigen Sie ein. Komm, steigen Sie. Ah. Wir haben einen Vanilleduftbaum. Kommen Sie bitte mit, wir haben einen Vanilleduftbaum im Auto. Kommen Sie mit, bitte. Der Fahrer des Schleppers, ja, der seine Aussage ist, dass er von seiner Spedition herumzuwuchteln sei und deswegen den Schlepper ja nicht geklaut hat. Ich entschuldige mich für meine zukünftige Ex-Frau. Ja, so verstanden. Leiten Sie die nötigen Mittel ein. Brauchst du vielleicht einen Krankenwagen? Oder, ich habe eine bessere TV einfach, komm. Dann vor. Tschüss.